Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Freitag, den 13. im falschen Kalender haben wir einen Sonntag, aber das ist immer sehr willkommen, Hauptsache man hat frei an diesem Tag. Ich habe mir gedacht, ich mache das Video doch relativ zeitig, denn wir haben schon Morgentemperaturen von 82 Grad und ich möchte das noch vor Mittag machen, weil ich schätze, da gehen wir dann auf 140 Grad hinauf und möglicherweise am Nachmittag über 230 Grad, vielleicht in der Nacht dann noch 2000 Grad Celsius oder 50.000 Grad Celsius, man weiß es nicht, aber was hier an Verrücktheiten und Geisteskrankheiten in den sogenannten Qualitätsmedien präsentiert wird, kann man sagen, spottet jeder Beschreibung. Ich glaube, da braucht man sich nicht einmal mehr lustig machen, sondern das spricht bereits für sich selbst. Für sich selbst spricht aber auch das morgige Neumond-Horoskop. Und das ist ein echter Knaller, ein Hammer, ein Überwahnsinn. Ja? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im 7. Haus, einen im 4., einen im 1. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten. Ja. 7 Planeten haben wir kardinal behaust, ja, in kardinalen Behausungen. Und das bedeutet, dieses Neumond-Horoskop ist ein Gamechanger. Das ist sozusagen der Wendepunkt, auf den wir wirklich so lange gewartet haben. Sie fahren jetzt alle ihre satanischen Programme zurück. Das läuft nicht mehr. Und das erkennen auch die Allerdümmsten unter ihnen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, da gibt es sehr, sehr viele. Da gibt es sehr, sehr viele, insbesondere die religiös Indoktrinierten, die seit Jahrtausenden glauben, die Oberschlauen, die Guten, die Allwissenden zu sein. Und sie sind, muss ich ganz offen und ehrlich auch hier auf YouTube sagen, der Abschaum dieses Planeten und abschauen, wird sich irgendwann einmal selber diskreditieren und genau das geschieht jetzt. Das können wir an diesem Horoskop wunderbar herauslesen. Der Neumond findet auf Steinbockgraden 2456 im Krebs statt, im 7. Haus, im Waagehaus, im Haus des Friedens, der Begegnung, der Kommunikation, des Austausches und er findet im Krebs statt. Steinbock, Krebs, Waage. Drei kardinale Zeichen, Steinbock, Krebs, Waage sind hier angesprochen und das heißt, es tut sich etwas. Und wir haben natürlich auch zum Widder einen Kontakt, nämlich der Widder, Herrscher des dritten Hauses ist der Mars und dazu haben wir ebenso einen Spiegelpunkt wie auch zu Saturn. Das heißt, diese Neumond-Konjunktion steht ja nicht alleine, die hängt ja nicht alleine irgendwo in der Luft, sondern die ist verbunden mit Mars an der Spitze des 8. Hauses, Mars Herrscher des 9. Hauses und Herrscher des 4. Hauses, dazu kommen wir gleich, aber auch hier ganz stark mit Saturn verbunden und Saturn, auch wenn er rückläufig ist, auch wenn er in den Fischen steht, er steht sehr genau an der Spitze des 2. Hauses, die engste, die nächste Häuserspitzenbesetzung in dem Horoskop und er ist niemand geringerer als der Geburtsregent, denn wir haben Aszendent Steinbock und den haben wir auf Löwegraden von 10 bis 12 Grad 30, also sehr, sehr stolz, sehr majestätisch und sehr königlich und hoffentlich vielleicht auch sehr klug, weil das wäre, Verzeihung, das wäre sehr zu hoffen. Das bedeutet, mit diesen 7 Planeten in kardinalen Häusern haben wir jetzt eine dramatische, gigantische Veränderung. Das ist der Paradigmenwechsel. Ich möchte hier nur einen Teil machen. Ich möchte hier auch nur auf die Zahlen hinweisen. Hier oben ist die alte Zahlenreihe 17, 24, 26, 28, 31, 4. Zeigt uns den Saturn. Aber die starke Machtausübung, naja, die sehe ich hier nicht mehr, wenn Mars als Herrscher des 10. Hauses an der Spitze des 8. Hauses in der Jungfrau steht. Mag sein, dass sie planen, mag sein, dass sie Übles vorhaben, das kann ruhig sein, aber der kommt nicht zum Tragen. Und die neue Zahlenreihe lautet 27, das sollte jetzt die 31 sein, aber die habe ich nur einmal die Karte, 27, 32, 39, 43, 44, ganz wichtig für uns die Rosamunde Pilcher-Zahl, das heißt das Happy End ist in Sicht, aber eben die 39 bringt uns auch einiges an Intensität, also das langweilig wird uns hier ganz sicher nicht. Ja, keine Ahnung, warum das Bild jetzt wieder anders ist. Muss ich wieder raufschieben. Moment, Moment. So, haben wir es wieder geschafft. Also ein sehr spannender Neumond, wollte schon Vollmond sagen, sehr spannender Neumond. Und hier werden die Karten ganz offensichtlich neu gemischt, denn Saturn ist der Planet für unsere Heimat, ja, für unsere Heimatländer Mitteleuropa und denen geht es sehr, sehr schlecht, ja, weil wir haben ja hier den Saturn an der Spitze zweites Haus und der hat noch die Opposition zum Mars
Also das heißt, hier haben wir eine große Blockade, eine große Hemmung im gesamten Land. Wen betrifft denn diese Hemmung? Diese Hemmung betrifft den Mars, Wirtschaft, Handel und Industrie. Und wir sehen aber auch, dass hier, naja, ich meine, Recht, Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter hier stark eingeschränkt sind, aber in erster Linie, nein, das ist ja nicht, Entschuldigung, das ist ja, Verzeihung, ich habe mich verschaut, 9. Haus ist ja Venus, kommt, Verzeihung, nehme alles zurück, Mars steht hier für die Stadtsipaten und die sind hier sozusagen stark blockiert, ja, die sind hier stark beeinträchtigt und sie haben richtige Probleme, weil Mars Saturn-Opposition ist so eine Art Lähmungsaspekt. Große Blockade, große Schwierigkeiten. Und hier laufen die Stadtsipaten eben in diese Opposition zu Saturn hinein. Und Saturn an der Spitze des zweiten Hauses zeigt uns schon, wie gesagt, große Finanzprobleme. Auf gut Deutsch, man kann sich hier das siebte Haus, ja, weil Mond steht ja für die Aktionen im Osten, ja, und die Kosten. Die Kosten, ja, und die können sich das einfach, also die, wir können uns das einfach hier nicht mehr leisten, ja, ganz einfach herauszulesen, das heißt, es geht nicht mehr, das heißt, hier erkenne ich auch natürlich Friedensverhandlungen, die sind hier, ich würde sagen, in 14 Tagen ungefähr, weil ein Sektor, ein Quadrant sind ungefähr eine Woche, das heißt, so ungefähr in 2 Wochen werden wir Friedensverhandlungen sehen, möglicherweise im Geheimen, weil wir sehen, die Venus als Herrscherin des 9. Hauses ist eingeschlossen im 7. Haus. Ja, natürlich wollen sie das Gesicht wahren und werden dann natürlich einlenken. Und auch hier sehen wir, haben wir da schon ein Quinkungs, 1, 2, 3, 4, 5, ja, sollte sich ausgehen, Quinkungs zwischen Venus und Neptun eindeutig. Und wir sehen hier Neptun als Herrscherin des 2. Hauses, auch hier hat der Wilde Westen massive Finanzprobleme, denn was sich dort im Osten abspielt, das kann man sich derzeit nicht leisten. Und der Druck der eigenen Leute, der Druck der Straße wird natürlich immer größer. Wir sehen auch hier, die Venus beherrscht auch das 4. Haus, steht auch für die Bevölkerung. Und die Bevölkerung hat hier auch sozusagen die Schnauze von dem Ganzen voll. Die Bevölkerung will ebenfalls sozusagen wieder zurück zur Normalität und auch natürlich haben wir hier eine starke Rückkoppelung, eine starke Beeinflussung, Herrscher von 4 und 7. Das heißt, hier können wir durchaus auch auf dem Gebiet von Partnerschaften sehr, sehr viele Veränderungen sehen. Und was natürlich für uns alle irgendwie eine neue Erfahrung sein wird, wir werden hier zahlreiche neue Partnerschaften finden, welche auf einer anderen Grundlage stattfinden als bisher, ja, also das heißt, wir sehen hier auch auf dem Gebiet der Partnerschaften, logischerweise 7. Haus, sehen wir starke Veränderungen, starke Neubeginn-Tendenzen. Viele Partnerschaften werden auseinandergehen, aber sich auch wieder neu finden. Und natürlich auch auf globalerer Ebene sehen wir das genauso. Das 7. Haus steht bekanntlicherweise für internationale Verträge, für Handelsverträge und aber natürlich auch für die Feinde, weil das 7. Haus steht auch für die Feinde. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das steht meiner Beurteilung nach. Vielleicht ist es auch mein Wunschdenken, gebe ich ganz ehrlich zu, aber wir können hier meines Erachtens Friedensverhandlungen herauslesen und natürlich auch eben massiv, weil Herrscher von 3, Spitze 8 das Haus, das heißt, wir sehen hier so Mars, dass es hier mit der Wirtschaft, naja, ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten schon stark gesehen und hier eben auch eine Beeinflussung über den Spiegelpunkt auf diese Friedensverhandlungen und genauso mit Saturn auch im Spiegelpunkt. Also das sind für mich die starken Triebfedern, dass hier endlich etwas getan wird, weil zum Gelde drängt es, am Gelde hängt es, oder war das mit Gold, aber wie es auch immer ist, wir sehen, dass sich hier etwas auf dem Finanzsektor tut und naja, für uns wird halt alles, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten auch gesehen haben, immer teurer und teurer. Uranus, Spitze 4. oder nahe der Spitze des 4. Hauses, ist die einzige kardinale Häuserspitzenbesetzung. Das heißt, hier wird dieses Horoskop ab ungefähr, wann wird das sein? Ab 24. Juli wird das 5 Monate vor Weihnachten dann ausgelöst werden. Das heißt, die Bevölkerung ist hier schon mal sehr, sehr unruhig, sehr, sehr nervös, sehr energiegeladen. Ich habe auch nachgeschaut, welcher Fixstern hier in Frage kommt und habe hier
Prokion gefunden, also vor dem Hund, oder wie man sagt, auf den Hund gekommen. Der ist schon auf 26 und ein bisschen was, 2607. Ich zähle es aber trotzdem dazu. Prokion ist wie Sirius ein Doppelstern. Und Vivian Robson schreibt, Prokion verleihe Aktivität, Gewalttätigkeit, Bösartigkeit und so weiter. Mit der Sonne große Unterstützung durch Freunde, Erbe und Vermächtnis, hört man gerne. Und Mond, esoterisches, ruhelos bleibt nie lang. Streit mit Freunden, Partnern und Angestellten. Ja, naja, es wird so, ich meine, wie gesagt, diese Verhandlungen werden sicherlich nicht sozusagen in freundlichster Atmosphäre stattfinden, da brauchen wir uns nichts vormachen, weil wir sehen ja hier, die Konjunktion findet auf Steinbockgraden statt und das ist frostig. Ja. Aber trotzdem haben wir es im Krebs, das heißt, hier könnte dann das familiäre Bewusstsein, das Menschenrettungs-, das Lebensbewusstsein dann doch die Oberhand gewinnen, zumindest auch hier von meiner Seite natürlich auch Wunschdenken, gar keine Frage. Wir sehen hier, Herrscher von 8 im 7. Haus, aber auch Herrscher von 5 und Herrscher von 6, Merkur, beherrscht die Häuser 8, 6 und 5. Das heißt, wir haben es hier mit dem Wachstum im Land zu tun, Wohlstand, Lebensstandard. Und im 7. Haus hängt das natürlich auch mit den militärischen Auseinandersetzungen im Osten zusammen. Und hier diesem Wohlstand geht es, naja, mit 6. und 8. Haus in Kombination nicht wirklich gut. Und er ist auch hier eingeschlossen im 7. Haus. Das heißt, er wird geopfert, weil alles, was eingeschlossen ist, ist natürlich jetzt unmittelbar nicht sofort erkennbar. Aber wir erkennen, dass hier der Wohlstand sehr, sehr stark geopfert wird für die Aktivitäten im Osten. Und viele wollen das einfach nicht mehr. Wen habe ich vergessen? Den Jupiter habe ich vergessen. Der Jupiter ist der Herrscher des 11. Hauses und des 12. Hauses im 3. Haus. Das heißt, innerhalb der Europäischen Union versucht man, Schütze ist sozusagen sehr aktiv, sehr optimistisch, sehr positiv und man sucht von Seiten der Europäischen Union hier offensichtlich wieder Handel und Wirtschaft anzukurbeln. Schauen wir mal, ob es gelingen wird. Ich sage jetzt lieber nichts dazu, denn wir sehen ein Merkur-Jupiter-Quadrat, aha, das muss ich übersehen haben. Wir sehen ein Merkur-Jupiter-Quadrat und das zeigt uns natürlich auch Übertreibung an. Ja, also das heißt, dass es hier offensichtlich Schwierigkeiten innerhalb der Europäischen Union gibt mit dem Wachstum. Ja. Wir sehen Merkur, 5. Haus, Wachstum. Jupiter ist die Europäische Union, das heißt, wir sehen hier, sie wollen die Wirtschaft ankurbeln, aber über das feste Quadrat erkennen wir, es wird nichts. Ja? Also das ist, kann ich gleich sagen, tut mir leid, ich will nicht wieder pessimistisch sein, aber wir sehen hier Merkur fest im Löwen, Jupiter fest im Stier. Ja, tut mir leid, dass ich dieses Vierteljahreshoroskop offensichtlich irgendwie übersehen habe. Aber ich glaube, das ist am selben Tag, das ist auch morgen. Na, vielleicht schaue ich am Abend nochmal schnell in dieses Horoskop hinein. Es kann jetzt nicht so groß unterschiedlich sein wie dieses hier. Wir sehen auch Jupiter 12. Haus. Das heißt, hier ist natürlich auch ein gerüttelt Maß an Gutgläubigkeit, Naivität und, wenn ich es mal so sagen darf, sehr, sehr viel Hoffnung. Ja. Natürlich ist das 12. Haus, wir wissen, wofür das steht. Das ist sozusagen das Umsonstmotiv, das ist das auflösende Prinzip. Also das heißt, wir sehen hier natürlich, dass die Europäische Union sich selber auch in einer schwierigen Phase befindet. Steht sie auf, wo haben wir die, das 12. auf 24, das ist Steinbock gerade, also das heißt, das sind schon tief sitzende Schwierigkeiten, mit denen wir es hier zu tun haben. Ja, wir erkennen Herrscher von 10, den rückläufigen Pluto im 1. Haus im Steinbock. Das heißt, sie versuchen, ja, mit aller Gewalt versuchen sie es, ja, aber es bleibt bei dem Versuch, wenn ich es mal so sagen darf. Und wir erkennen auch hier über den, ich schaue nochmal, na, das kann 1, 2, 3, 4, 5, das muss ein Quinkung sein. Wir sehen hier Quinkung zwischen Pluto 29, 13 und Venus 28, 4, ja, kann man schon gelten lassen. Sehen wir, dass hier natürlich eine
also sagen wir so, keine Freundschaft zwischen der Bevölkerung und unseren Staatsdebatten aufkommt. Wir sehen aber auch hier die Ressentiments zwischen dem Wilden Westen, Venus steht auch für das 9. Haus, und unseren Staatsdebatten darunter sozusagen, dass wir hier nicht den glücklichsten Aspekt haben. Und natürlich ist Neptun hier auch mit an Bord. Das heißt, wir kennen Neptun als Herrscherin von 2, das Geld. Ja? Das heißt, wir haben hier wieder große Probleme mit dem Geldsektor und natürlich auf der Achse 2,8 Mars Saturn, würde ich sagen, sagt da auch schon einiges, die große Blockade. Das heißt, hier haben wir wirklich, ja, wirklich massive Geldprobleme, die wir sehen. Gut, unterm Strich, es schaut so aus wie Friedensverhandlungen, die Aktivitäten im Osten, die kann sich niemand mehr leisten, weil das so unvorstellbar teuer ist, ja, und deswegen sehe ich auch hier Friedensverhandlungen und Friedensgespräche. Gut, ich belasse es einmal bei diesem einen Horoskop und vielleicht mache ich noch ein zweites. Das sollte ich es nicht machen, wünsche ich dir einen großartigen keltischen Freitag, den 13. Bitte aufpassen, bitte vorsichtig sein. Aber es ist auch eine gute Zeit für einen Neubeginn, für einen Neuanfang. Wenn du irgendwie etwas vorhast, neu zu beginnen, neu zu starten, wäre heute Morgen eine wunderbare Zeit dafür. Ansonsten weißt du Bescheid, 19.50 Uhr, 1, 2, 3 Minuten, liebevolle, nette, positive Gedanken und einfach in die Freude und Begeisterung gehen. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.